Ich möchte zu Beginn meines Vortrags zunächst Helga Zepp-Lerouge und Dennis Small für die Ehre danken, zu dieser Konferenz eingeladen zu sein, die zum Frieden als Standard des universellen Zusammenlebens aufruft, mir auch die Möglichkeit gibt, mich mit angesehenen Rednern aus 7 Ländern und 6 verschiedenen Kontinenten auszutauschen. Ein deutliches Zeichen für den ökumenischen Charakter dieses Instituts. Ich möchte mit einer Anekdote vom ersten Besuch des ehemaligen Präsidenten Néstor Kirchner in den USA im Jahr 2004 beginnen. Bei dieser Gelegenheit sagte unsere derzeitige Vizepräsidentin Cristina Fernández de Kirchner zu Bush, dass ihrer Meinung nach der von Präsident Roosevelt geförderte New Deal und seine keynesianische Wirtschaftspolitik die enorme wirtschaftliche Entwicklung der USA in der Nachkriegszeit erklärt. Bush entgegnete, dass das Phänomen des abrupten Wachstums auf die phänomenalen Investitionen in die Industrie zurückzuführen sei, um den Krieg zu gewinnen. Es ist also klar, dass für Präsident Bush und die Interessen und Wähler, die er vertrat, der Krieg der eindeutige Grund für Wachstum und Entwicklung war. An dieser Stelle müssen wir darüber nachdenken, dass wir, die wir nach den üblichen akademischen Lehrplänen ausgebildet wurden, in der Geschichte im Wesentlichen eine Abfolge von Kriegen vorfinden. Von den Mederkriegen zwischen Persern und Griechen, den Punischen Kriegen zwischen Römern und Karthagern, dem römischen Eroberung Europas, den chinesisch-mongolischen Kriegen, dem Hundertjährigen Krieg zwischen Frankreich und England, den Feldzügen Napoleons und so weiter, gab es nur wenige und kurze Friedenszeiten, wie zum Beispiel das Jahrhundert des Perikles in Griechenland oder die Zeit des Cäsar Augustus, in der Jesus geboren wurde. Der westfälische, diese Zeiten waren kurz. Der Westfälische Frieden und das Minsker Abkommen, deren Verletzung zum Krieg zwischen der Ukraine und Russland gefolgt hat, und auch wie viele der oben angenannten Konflikte zu rassistischen und religiösen Verfolgungen zum Holocaust geführt haben und auch weiterhin führen. Einer der Gründe für den Krieg in der Ukraine waren die Verfolgung, in diesem Fall der russischen Minderheit im Donetsk. Der Punkt, den Bush bei dieser Gelegenheit ansprach, zeigt deutlich den Willen zur wirtschaftlichen und finanziellen Macht dessen, was wir als Wall Street kennen, die durch den Prozess der Hegemonisierung nominellen Reichtums produziert, der nicht durch materielle Werte und Produktion gestützt wird, wie LaRouche es treffend beschrieben hat. Sie versuchen, unsere Völker von außerhalb unserer Länder zu beherrschen, ihre Ressourcen zu plündern, ihre Souveränität zu untergraben, was unweigerlich zu brudermörderischen Konflikten und nationalen Zerfallsprozessen führt, von längs und von rechts angetrieben von allmächtigen Imperien. Das britische Modell ist ein beinahe nahezu perfektes Beispiel für diese Strategie. Dennis Small hat sie in einem seiner Berichte vom Januar dieses Jahres perfekt erläutert. Diese Wirtschafts- und Finanzmacht, die in unseren Ländern durch Konzernoligarchien vertreten wird, die mit den Zentren der Weltwirtschaft und der Finanzmacht verbunden sind und ihnen untergeordnet sind, hat zunehmend absolute politische und im Wesentlichen wirtschaftliche Macht über jede Regierungsverwaltung, die sie durch künstliche Verschuldung über multilaterale Kreditorganisationen hegemonisiert und beherrscht. All dies führt unweigerlich zum Zusammenbruch unserer Gesellschaften und damit unserer Kultur und unserer Nationalität. Niccolò Machiavelli hat uns in seinem Meisterwerk Der Fürst schon vor 500 Jahren gezeigt, wie das funktioniert. Ich glaube auch, dass es eine gute Sache ist, die Vermittlung durch die Kirche über das Papsttum zu fordern, wie es das Schiller-Institut vorschlägt, in dem von Frau LaRouche erläuterten Sinne auf der Grundlage eines Textes seiner Heiligkeit Benedikt XVI., der sich auf De Perce Fidei bezieht, das Werk von Bischof Nikolaus von Kues, über die Notwendigkeit eines himmlischen Konzils
zur Schaffung von Frieden zwischen den Religionen. Ich glaube auch, dass wir die Rolle analysieren sollten, die die Kirche durch Johannes Paul II. Gespielt hat, zusammen mit Ronald Reagan, bei dem, was wir als den Fall der Mauer und dem Zusammenbruch der Sowjetunion kennen, der das Ende des sogenannten Kalten Krieges markiert, mit dem Triumph des Westens über eine eindeutig unipolare Welt, die der Realität zugrunde liegt, mit der wir konfrontiert sind und die uns heute beschäftigt. Zu diesem Ende und Zweck und um die Aktionen der oben genannten Oligarchien zu vereiteln, ist es von entscheidender Bedeutung, die politische Initiative zurückzugewinnen, indem wir die Staatsverschuldung abbauen und zu einer souveränen Planung und Bewirtschaftung unserer natürlichen Ressourcen übergehen und dem Staat die Zugehörigkeit für den Außenhandel zurückgeben, wie es den natürlichen Ressourcen und dem wahren Reichtum der Nation entspricht. Daher halte ich es grundlegend für notwendig, an Prozessen des gemeinsamen proaktiven Regionalismus, regionalen Infrastrukturprojekten und der Schaffung von Finanzinstrumenten als Handelswährung zu arbeiten, wie Lavrov in Angola unter Bezugnahme auf die BRICS Plus vorgeschlagen hat, zunächst zwischen Nachbarländern und dann auf regionaler Ebene, wie zum Beispiel mit Organisationen wie Mercosur und UNASUR in Südamerika und ECLAC, die Mittelamerika einbringen. Die Initiative Belt and Road wird zweifellos eine ähnliche Rolle spielen. In dieser Phase müssen wir uns vor allem darum bemühen, dass Mexiko und Argentinien den BRICS beitreten. In Argentinien haben wir während der Regierung von Néstor Kirchner und Cristina Fernández, in deren Amtszeit ich Bundesplanungsminister war, Programme zur Finanzierung von Infrastrukturen im Rahmen einer wirklich multilateralen Außenpolitik vorangetrieben, wobei wir unseren wichtigsten Handelspartnern, Brasilien und China, absolute Priorität einräumten. Dies führte dazu, dass wir noch bevor die Belt and Road-Initiative ins Leben gerufen wurde, mit China eine Finanzierung in Höhe von 20 Milliarden US-Dollar für den Bau von 2 Kernkraftwerken und 2 Wasserkraftwerken aushandelten, um die produktive Entwicklung Argentiniens durch Energiesouveränität zu fordern. Leider wurden diese Projekte von der auf folgenden neoliberalen Regierung von Präsident Macri, einem Vertreter der Interessen der Wall Street in Argentinien, aufgegeben und eingefroren. Aber ich bin sicher, dass die Unterschriften, die dieses wichtige globale Projekt unterstützen, es wiederbeleben werden. Ich bin davon überzeugt, dass der Beitritt zu den BRICS sowie die Bewältigung der globalen Herausforderungen, die uns die Belt and Road-Initiative bietet, ein sehr wichtiger Beitrag zum Titelthema dieser Konferenz sein wird, der Name des Friedens, eine neue Architektur für Sicherheit und wirtschaftliche Entwicklung. Ich danke Ihnen vielmals.